Weiter geht's mit Skyrim. Heute eine ganz normale Folge, die Folge 101. Und wir machen heute mit dem weiter, was wir in der letzten Folge in dem kleinen Special machen wollten, bevor wir richtig mit den Quests weitermachen. Denn ich wollte ja eigentlich zum Falkenring laufen. Dann bin ich leider eingeschlafen und hatte Albträume und hab's allen mal so richtig gezeigt. War natürlich nur Spaß, denn ich würde doch meiner geliebten Lydia ja nie was antun wollen. Nein, das würde ich doch nicht wollen. Und heute, wie gesagt, geht's ganz normal weiter. Und nein, keine Angst. Ich hatte auch einen Kommentar bekommen, dass ich doch bitte es unterlassen soll, die Stimme zu verstellen. Keine Angst, ich habe es heute nicht vor, sondern es wird heute ganz normal sein. So, ich schaue erstmal auf die Karte hier. Da sind wir nämlich hier jetzt vor der Abzweigung. Da geht es einmal nach Helgen und einmal woanders hin. Und das woanders hin, das werde ich wahrscheinlich nutzen, denn wir wollen ja hier zum Falkenring. Und dann mal schauen, vielleicht hier so ein bisschen durch die Wälder spazieren. Mal gucken, was wir da noch finden. Da hinten gibt es noch was. Da könnten wir auch hinlaufen, aber das ist schon ganz schön weit. Also wenn wir da hinlaufen wollen, dann... tja, da ist dann schon ganz schön. So, aber ich gehe jetzt erstmal zum Falkenring. Und ich glaube, dazu müssen wir diesen Weg hier gehen und nicht den, denn der Weg würde direkt nach Helgen führen. Zumindest denke ich mir das mal so. In der letzten Folge haben wir auch aufgehört, als ein Drache angegriffen hat. Ja, irgendwie ist der Drache heute verschwunden, der hat das Interesse verloren. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall sehe ich jetzt keinen mehr. Aber wenn wir jetzt so weit laufen, wie ich das vorhabe, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass uns ein weiterer Drache begegnen wird. Was ich übrigens noch gemacht habe in eurer Abwesenheit, wir sind ja am Ende der letzten Folge an diesen Wächtersteinen vorbeigelaufen und ich habe mal wieder diesen Kriegerstein aktiviert, dass wir hier ein bisschen stärker werden oder schneller stärker werden, da ich das für nützlich halte. Ich bin ja jemand, der ordentlich draufknüppelt und deswegen habe ich das gemacht. So, jetzt warte mal, bevor wir jetzt hier alles weiterrennen, irgendwie sieht es so aus, als wären wir doch direkt Richtung Helgen unterwegs. Und gar nicht mal da lang. Aber warte mal, wir gehen da einfach trotzdem mal weiter. Wenn ich jetzt zu Helgen komme, dann ist es halt so. Und das ist eine Höhle hier. Ist es die Höhle, wo wir am Anfang rausgekommen sind? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Komm, wir gehen einfach mal rein. Ziel, Festung Helgen. Das ist tatsächlich die Höhle, wo wir vor 101 Folgen hergekommen sind. Das ist ja grandios, Leute, dass ich hier nochmal zurückkomme. Bin auch interessiert. Ich würde wirklich auch mal interessieren, was denn jetzt in Helgen so abgeht. Aber ich will mich nicht schon wieder ablenken lassen. Nein, das will ich nicht. Ich will zum Falkenring. Und dazu gehe ich jetzt hier durch dieses schneebefleckte Gebiet. Haben wir da noch was? Das sieht auch so aus. Es wäre dann eine Höhle, ne? Aber nee, da ist keine. Ja, und es ist schon wieder keine Musik mehr im Hintergrund. Da ja ansonsten hier immer nur die Kampfmusik laufen würde. In der letzten Folge habe ich halt die normale Melodie ganz normal reingeschnitten. Und deswegen ist es gar nicht aufgefallen. Im Endeffekt, glaube ich, war die Musik ein bisschen zu laut gewesen. Aber okay. Ich denke, man konnte mich trotzdem einigermaßen verstehen. Was ist denn hier los? Flüchtling. Da nichts Gescheites dabei hier. Da können wir allerdings... Wenn wir wollten, könnten wir da eine Runde schlafen. Und wenn das neue Tomb Raider wäre, dann würde ich sagen, an diesem Lagerfeuer kannst du speichern. Aber in Skyrim kann man ja Gott sei Dank wirklich, jederzeit speichern. Ich mag nicht diese modernen Spiele, wo man immer bevormundet wird, was das Speichern betrifft. Ich will jederzeit speichern können. Und nicht, wenn das Spiel für richtig hält. Da ich sowieso eigentlich schon immer, nicht nur beim Aufnehmen, jemand bin, der die ganze Zeit am Speichern ist. Da vorne sehe ich einen Schatten. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, weil es könnte ja auch ein Drachen sein, ne? Könnte, muss aber nicht. So, und hier ist auf jeden Fall ein Weg. Ich weiß nicht so genau, welchen wir jetzt gehen müssen. Ich schaue nochmal auf die Karte. Aber das ist doch die völlig falsche Richtung. Ich habe keine Ahnung, wo es dahin geht. Wenn wir jetzt hier weiter hochgehen, wo kommen wir denn dahin? So, wir machen jetzt erstmal hier. Wir setzen uns jetzt erstmal eine Markierung für diesen Ort, ja? Das sehe ich jetzt schon mal hier im Target. Unten oben in meinem, auf meiner, ja, sag jetzt einfach mal Minimap, wo wir hin müssen. Da geht es nämlich hier einen Weg weiter und da können wir eventuell hinkommen, aber hier geht es auch weiter hoch. Und da vorne sehe ich eine Burg. Hallo? Wer bist du denn? Ist das Helgen oder was? Sind wir bei Helgen? Da muss ich jetzt nochmal reinschauen. Da muss ich jetzt nochmal reinschnuppern, das ist tatsächlich Helgen, ne? Ach du Scheiße.
Jetzt gibt's auf die Fresse. Das reicht euch, Gnade. Nix Gnade, mein Freund. So, ihr könnt alle kommen. Och, die schöne Mädel hier. So ein kleiner Skinhead war das hier. Mhm. Aber wir werden mal schauen, ob die Gold dabei haben, ne? Und zwar 2 Dietriche, 5 Gold, so muss es sein. Was hast du dabei? 6 Gold, keine Dietriche, so darf es nicht sein. Und der hat nochmal 1 Dietrich und 5 Gold. Ja, auch Kleinvieh macht Mist. Und da vorne ist noch ein Feind, sehe ich in meiner Minimap. Wenn ihr tot seid, kann ich euch wesentlich leichter ausrauben. Ja, ich würde da deinen Maul nicht so weit aufreißen, weil dir steckt sowieso gleich mein Hammer im Schädel. Von daher, alles wird gut. So, wo seid ihr denn jetzt? Kommt raus, Jungs, kommt. Ich hab was für euch. Wisst ihr was? Ihr lauft los und ich steche euch in den Rücken. Warum babbelt er mich als voll und kommt nicht raus hier, der alte Schisser? Und übrigens sind wir jetzt schon wieder abgelenkt worden. Jetzt sind wir hier in Helden, wo ich doch eigentlich meine Sightseeing-Tour machen wollte heute mit euch. Euer Ende ist nah. Euer Ende ist nah. Lala, wo ist er denn? Da leuchtet, sind die hinterm Turm oder was? Oder über mir? Auf dem Turm, oben am Turm. Ja, hinterm Turm ist keiner. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Und da leuchten sogar 3, die sind irgendwo oben, garantiert. So, und das heißt, wir gehen mal hier diese schöne, schicke Steintreppe nach oben. Ja, da kannst du dich noch dran erinnern, ne? Da waren wir hier, da haben die Drachen angegriffen damals. Und wenn ich jetzt nicht ein Helden bin, sondern irgendeine Scheiße erzähle, dann werde ich mich selber töten. Aber jetzt bist erstmal du dran. So, was hast du denn dabei? 2x Gold, Eisenpfeile, kannst du alles behalten. Den alten Rotz. Und da sind auch noch 2 Feinde, die sind da vorne irgendwo, man kann sie gar nicht sehen. Was ist das überhaupt für ein Scheißwetter hier? Entschuldigt meine vulgäre Ausdrucksweise, aber das ist doch ein Scheißwetter. Das Amulett von Mara. Das habe ich mir schon immer gewünscht. So, warte mal. Wir gehen die Abkürzung. Wir lassen uns einfach fallen. Und ich will diese jetzt hier erledigen. Die sind da vorne irgendwo in diesem Turm hier, oder? Wo sind denn die Säcke? Wie kommen wir denn da hin? Oder muss ich da irgendwie außen rum gehen? Das kann doch nicht sein, oder? Komm, wir gehen da nochmal weiter. Dann lasse ich mich halt mal vom Thema ablenken. Das ist mir jetzt auch egal. Aber darum kommen wir doch überhaupt gar nicht. Nee. Da geht gar nichts, geht da. Ach, das ist wieder ein Rumgeeier hier. Ich will doch nur zu den Feinden. Die labern mich da als voll und ich komme gar nicht hin. Die sind da hinten irgendwo. Ich weiß es, ich höre euch. Ah, jetzt laufe ich da an die Sackgasse rein. Ach, halt die Gusch. Das sind Sprüche, die muss ich mir hier anhören, das ist unglaublich, ey. So, wenn da keiner mehr ist, dann werden wir hier jetzt alles durchsuchen. Da ist noch ein Säckchen. Ein Geldbeutel, ja, die nehme ich doch gerne an mich. Zaubertrank der Heilung. Wundertrank der Stärke. Den anderen Müll brauchen wir nicht. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Habt ihr die erste Folge gesehen oder die zweite war es, glaube ich, keine Ahnung. Wo ich wirklich alles mitgenommen habe, was da rumgelegen ist. Und innerhalb von 5 Minuten war es schon viel zu schwer gewesen. Das war schon sehr witzig. Ja, und so lernt man natürlich. Ich meine, ich bin natürlich auch immer nicht der Beste in dem Spiel. Und es gibt so viele Dinge, die ich gar nicht weiß oder die ich noch nie gemacht habe. Aber zumindest weiß ich, dass ich jetzt nicht mehr jeden Dreck einstecken kann. Also kann ich schon, aber... Wer bist du denn? Sieht so ein bisschen verkohlt aus, der Gute. Okay, wir sind da jetzt hier durchmarschiert, aber keine Feinde, keine Ahnung. Da ist einer. Na komm. Ihr lauft los und ich steche euch in den Rücken. Kann ich den nicht? Ich brauche so eine Waffe, Leute. Oh, oh, da ist so ein Magier. Du kleiner, miese Sack, du. Von hinten hab ich's nicht so gerne, weißt du? So, warte mal hier, bevor wir da jetzt weiterrennen, stecke ich nochmal meinen... Jetzt wollte ich schon sagen, stecke ich nochmal meinen Kolben weg. Krühe, du bist so eine Sau.
Erst erschlägt er die Frau, verstehst du? Und dann sagt er, jetzt steckst du nochmal meinen Kolben weg. Laber nicht so, du Kujo, da schauen auch Kinder zu. Okay, ich bin wieder normal, ich bin wieder normal. Aber ich will mir das jetzt hier, bevor wir hier mit unserer Sightseeing-Tour weitermachen, will ich mir das definitiv nochmal betrachten. Da können wir reingehen und was gibt's da hinten noch? Ah, da können wir auch nur reingehen. Die Festung Helgen und da sind wahrscheinlich jede Menge von diesen Feinden drin, könnte ich mir zumindest vorstellen. Sollen wir da reingehen? Komm, wir gehen. Wenn wir da schon mal hier sind, dann gehen wir da auch rein, ne? Während er jetzt lädt, werde ich mir mal einen Schluck Kaffee gönnen. Ja, so viel dann zu unserer Sightseeing-Tour. Ich schaue gerade auf die Uhr, wir haben noch, keine Ahnung, 7-8 Minuten. Ich weiß nicht genau, ich habe natürlich wie immer nicht genau auf die Uhrzeit geschaut, als ich die Folge gestartet habe. Ich vermute mal noch 7-8 Minuten und sind schon wieder nur 5 Meter weit gekommen. Aber das ist ja eigentlich egal, ne? Es geht ja hier um Skyrim und nicht darum, irgendwas zu erreichen. Und wenn Skyrim noch 200 Folgen läuft, dann läuft es halt noch 200 Folgen. Das ist mir dann auch völlig Jacke wie Hose. So, aber ich werde hier erstmal alles durchsuchen. Ihr habt mich am Anfang hier verbannt von Helgen. Und jetzt werde ich euch die Kisten leer räumen. Die Truhe des Wächters. Oh, yeah. Yeah. Warte mal. Hörst du da irgendwo Schritte? Die Zugkette können wir nicht benutzen. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier überhaupt rein müssen oder was auch sonst wir hier. Wer will eins auf die Mütze? Aha. Hier hörst du doch irgend so einen Magierfuzzi, oder? Man hört es nicht gut. Was haben wir hier? Gunja. Ne, den brauchen wir nicht zu suchen. Besen können wir drauf reiten. Also zumindest, wenn ich jetzt meine Magierausbildung begonnen hätte. Als Kämpfer ist es eher schwer wahrscheinlich. Himmelsrand, da geht's wieder raus. Da will ich aber gar nicht hin. Wir haben doch hier einen Schlüssel gefunden. Ich glaube, dafür haben wir den Schlüssel gar nicht gebraucht. So, und was haben wir hier? Kohl. Na, der Kohl wird noch gut sein, wo ich hier schon jahrelang rumlaufe und der Kohl schon seit, was weiß ich, wie lange hier drin liegt. Alter, was ist denn jetzt hier für eine Gegend? Das ist alles zerfallen hier. So lange ist er jetzt auch wieder nicht her. Ach nö, ich will doch... Ich lag doch nicht gerne Frauen. So, und der sah eben aus wie der vom A-Team. Wie heißt der? Keine Ahnung, ich hab's vergessen. Der eine dunkelhäutige, wie dieser Punker-Frisur, der eigentlich ganz in Ordnung ist. Ich hab's vergessen, wie er heißt. Naja, gut, A-Team ist auch aus den 80ern, also... Wenn ihr mir vieles nicht verzeiht, das müsst ihr mir verzeihen, dann ist es ja schon 20 Jahre her, dass ich das gesehen habe. So, aber ich laber und laber und laber... Und dabei wollte ich mit euch heute was ganz anderes machen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie ich mich immer und immer wieder ablenken lasse. Und wir geraten alles tiefer hier rein in diese Festung. Und ich habe keine Ahnung, wo es hier hingeht. Was? Was? Oh! Du brauchst gar nicht rumschreien. Wärst du einfach stehen geblieben und hättest nichts gemacht, dann würdest du jetzt noch leben, aber ihr komischen Banditen, ihr lernt es nie. Ihr werdet es niemals lernen. So, was haben wir hier Schönes? Ein Labbe. Lesen, der schwarze Pfeil. Warte mal. Das ist wieder eine holde Maid. Ach du Scheiße. Tut mir so leid, die Frau. Ich meine jetzt nicht, dass ich auf Frauen mit so einer Frisur stehe. Das jetzt wahrlich nicht, ja. Es mag modern sein, es mag schön sein, aber nicht in meinen Augen. Aber trotzdem, es tut mir immer wieder weh, wenn ich die hier schlagen muss. So, da hatten wir noch ein wertvolles Buch. Da steigern wir unseren Skill. Schießkunst verbessert auf 30. Na, immerhin.
Aber ich lasse es trotzdem liegen, denn wir haben ja jetzt unsere Schießkunst schon verbessert. Warte mal, das sind noch Heiltränke oder was? Geldbeutel? Heiltränke nicht, aber Geldbeutel. So, naja, hat sich ja schon fast wieder gelohnt, ne? Schießkunst ein bisschen verbessert. Hier in diesen Dingern, in diesen Käfigen haben wir, glaube ich, nichts. Da ist noch jemand. Es würde mich natürlich wundern, wenn der jetzt hier 200 Gold einstecken hätte. So nackt, wie er ist. Käfigtür können wir... Käfigtür können wir aufknacken. Nicht, dass ich da irgendwas übersehe oder so. Weißt du, was da unendlich viel wert ist oder so. Ich weiß es nicht. Ich lasse die Hütte jetzt einfach mal zu. So, und hier... Wenn ich da jetzt reingehe, dann geht die Tür hinter mir zu und ich komme nie wieder raus. Könnte passieren. Aber wir haben ja einen Kerkerschlüssel dabei, glaube ich. Ich renne jetzt einfach durch. Und es geht immer und immer tiefer hier runter. Boah, ich bin hier wirklich gespannt, ob ich hier irgendwann nochmal rauskomme. Guck mal, da ist ein Soldat der Sturmmäntel. Ich gehöre doch zu den Sturmmänteln. Die hatten ja ein Problem mit Sturmmänteln, soweit ich das weiß. Und hier ist Mauerdurchbruch, führt direkt in die Höhle. Oh oh. Das wird doch nicht die Höhle sein, die wir am Anfang auch gegangen sind. Und dann kommen wir da vorne wieder raus. Ich weiß nicht mehr, schon ewig lange her. Hier sind auf jeden Fall Feinde. Und der eine Penner hat sogar einen Bogen in der Hand. Ach, die mit ihren Scheißschilden. So, jetzt noch diesen Bogenfutzi da unten. Ah, schreit er. Ah, es tut so gut. So, und das erinnert mich doch. Nehmt es mir nicht übel, dass ich das nicht mehr weiß. Ich meine, das ist 100 an Einfolgen her. Ich spiele Skyrim seit über einem Jahr. Aber das ist doch der Weg, den wir da am Anfang gegangen sind, oder? 100 pro. 100 pro. Und wenn das der Weg ist, dann gehe ich den jetzt... Das nehme ich mal mit hier. Dann gehe ich den Weg jetzt nochmal komplett zurück. Dann sind wir auch als Helden wieder draußen. Und da bin ich mal gespannt, ob dieser verdammte Bär, der uns am Anfang da begegnet ist, daran kann ich mich noch erinnern, ob der immer noch da ist und schläft. Ich bin gespannt. So, da ist er erstmal noch ein Feind. Geht's auf die Mütze? Nö, hätten wir nicht. Weil, wenn wir nicht hergekommen wären, dann würdest du jetzt noch leben, ne? So hast du das doch gemeint, oder wie hast du das gemeint eben gerade? So, ja. Jawohl, das erinnert mich doch alles. Das ist schön, das ist zwar kein Special heute, ne? Aber es macht mir so richtig Spaß, Leute, das ist geilig. Liebe sowas. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und das ist übrigens auch ein Spruch vom A-Team. Eddie Murdoch hieß der eine. Es war aber nicht der Schwarze, der Dunkelhäutige. Der Schwarze wollte ich sagen. Murdoch. Und der Dunkelhäutige, der hieß Mr. T. Kann das sein? Mr. T. Ist egal. Wir reden hier über das A-Team. Wir spielen Skyrim, Leute. Vergesst das A-Team. Da geht es aber auch irgendwie... Eibeutel. Nee. Nee, das mag ich nicht. Aber ich glaube, wir sind hier tatsächlich da, wo wir am Anfang waren. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Wenn ich jetzt nicht... Was haben wir denn hier? Ein Spinnennetzbeutel. Bah, das ist ekelhaft. Mir ist egal, ich lasse den Dreck jetzt da drin. Ich weiß, wahrscheinlich ist es wieder ganz wertvoll und super wichtig und überhaupt. Aber ich lasse den Müll da einfach mal liegen. Aha. Da vorne. Och, eine größere Spinne haben sie nicht gefunden, ne? Ich würde ja fast sagen, das war die Stelle mit dem Bär, aber den Bär... gibt es irgendwie nicht mehr und dafür ist da jetzt die Spinne. Die werde ich übrigens jetzt kalt machen. Ich bin mal so frei und werde mich der Spinne hier annehmen. Eine Frostspinne, ja. Nur eine tote Frostspinne ist eine gute Frostspinne und die sieht auch so richtig ekelhaft aus. Ja, ich lasse es liegen. Und gehe einfach mal weiter. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt viel übersehen. Ist da noch irgendwelche großartige Schätze rumliegen oder so? Wir gehen einfach mal weiter, egal wo wir jetzt rauskommen.
Hier geht's raus, oder? Sieht zumindest so aus. Zielhimmelsrand. Ich bin jetzt gespannt, wo wir rauskommen, Leute. Und ich bin mir fast sicher, dass es die Höhle war vom Anfang. Nur an der Stelle, wo die Spinne war, da war früher der Bär. Die Spinne hat den Bär gefressen, der Bär ist tot. Und dafür ist da jetzt halt die Spinne. Ich bin gespannt. Wir sehen es ja gleich, wenn wir jetzt hier rauskommen. Haha, ist ja geil. So, Freunde der Nacht. Das ist dieser Weg. Hier sind wir eben gerade querfeldein reingegangen. Das ist ja geil. Wir sind eben diesen Weg durchgegangen. Das war zwar so nicht geplant, aber ich fand's super. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht heute. Wir waren wieder mal da, wo wir ganz am Anfang waren. Sehr schön. Richtig geil. In der nächsten Folge laufen wir weiter zum Falkenring. Vielleicht schaffen wir es ja da, mal wirklich am Ziel anzukommen. Aber wenn nicht, ist es auch völlig egal, denn das ist Skyrim. Das ist das, was ich liebe, diese Freiheit, alles zu erkunden, zu jeder Zeit, wie man Lust hat. Und das ist das, was mir richtig viel Spaß macht. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Folge 102, dann auf dem Weg zum Falkenring. Wir sehen uns. Macht's gut.